Herzlich willkommen zu Seelen und Verstehen, der Folge 29. So, 29. Und ganz ehrlich, wir haben ja vor 2 Tagen Einjähriges gehabt. Ein Jahr schon, Sehen und Verstehen. Ja, ein Jahr Sehen und Verstehen, 29 Folgen. War es immer leicht? Also, das zu drehen und mit dir zu machen und das durchzusetzen, das hat immer Spaß gemacht. Aber klar, das manchmal zu integrieren in all dem Alltag, da brauchst du dann schon auch manchmal Durchhaltevermögen, ne? Genau, Durchhaltevermögen. Und darum geht es heute. Haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass das eigentlich unser Einjähriges ist, ne? Wie witzig. Da-da! Durchhaltevermögen. Maren, wie immer die Frage, hast du Durchhaltevermögen? Ja, also da weiß ich auf jeden Fall, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann da bin ich auch ehrgeizig. Und ich glaube, Durchhaltevermögen ist ja auch was, was in ganz vielen Bereichen, also es ist ja nicht nur beruflich, jetzt gerade in unserer Selbstständigkeit, sondern auch, das siehst du ja auch im Sport, mit dem Rennradfahren zum Beispiel, wenn wir da auch gerade mal Martin anschauen, also deinen Partner, aber auch selber dich oder auch, was ich jetzt in dem Jahr schon nicht mal ja, in dem Jahr geleistet habe. Ich glaube, Durchhaltevermögen ist was, was ich auch auf alles rausziehen kann, wenn man was möchte. Ne? Oder wo man sich immer unter Beweis stellen kann. Ja. Also für mich ist es ja an was dranbleiben. Ich habe ein Ziel vor Augen und ich bleibe dran, auch vor allem, wenn es vielleicht schwierig wird oder zäh wird. Ja. Ne? Ja. Plakatives Beispiel, ein Marathonläufer. Ne? Ich sag mal, die ersten 30 Kilometer macht er vielleicht easy, ne? Und die restlichen werden vielleicht zäh. Ne? Oder die letzten 5 Kilometer dann später, um Marathon zu erreichen. Genauso beim Rennradfahren, wenn es über lange Distanzen geht. Ne? Und da dran zu bleiben und positiv zu bleiben, da brauchst du schon Durchhaltevermögen. Ja. Ich finde es ganz spannend, was du sagst, weil du, und du hast ja tatsächlich einen Ansatz von einer hängenden Nadel, du hast das Durchhaltevermögen beschrieben mit, du hast Durchhaltevermögen, wenn du ein Ziel vor Augen hast. Ne? Und ich glaube, und jetzt, wo du es so gesagt hast, ich glaube, dass man Durchhaltevermögen mit unterschiedlichen Triggern haben kann. Mhm. Also zum Beispiel bei mir ist es Durchhaltevermögen, wenn ich für Dinge eine Leidenschaft empfinde. Mhm. So Ziele, das weiß ich, die kann ich mir zurechtlegen. Also, ne? Aber keine Ahnung, ich habe mit Face Reading angefangen und ich habe da so viel Leidenschaft für entwickelt, dass es egal, wie viele Berge und Täler dazwischen liegen, ich da dranbleibe und Durchhaltevermögen zeige. Aber es ist gar nicht, ich hatte vor 5 Jahren damals nicht ein Ziel, ich will die große Face-Readerin werden, mhm. sondern ich habe die Leidenschaft gehabt. Und du sagst, du hast Ziele und vielleicht ist es bei anderen auch nochmal ein Selbstverwirklichungsthema zum Beispiel. Also, ja. Oder bei den Vierten ist es vielleicht ein Prinzipien- und ein Moralthema. Also die Frage ist, kann jeder Durchhaltevermögen zeigen, wenn er weiß, was sein Trigger ist? Oder gibt es durchhaltende Menschen und weniger durchhaltende Menschen? Ich glaube tatsächlich, dass es, weil ich sehe es auch so, es kann auch genauso eine Leidenschaft sein, ne? Das kann aber auch genauso eine Motivation für etwas sein. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht jeder hat. Weil wie viele Menschen gibt es, die ganz viele Dinge machen wollen und bleiben aber nicht dran? Ja, und dann, okay, dann ist die Frage, wieso bleiben sie nicht dran? Ist die Leidenschaft nicht groß genug oder die Motivation oder das Ziel nicht klar oder das Ziel zu hoch gesteckt? Ja. Oder sind sie einfach von der Persönlichkeit so, dass sie sagen, naja, wenn es anstrengend wird, mag ich nicht mehr. Ich mag es leicht haben. Entweder das oder eben, ja, also wenn ich so über mich selbst nachdenke, ne, also wenn ich mir ein Ziel setze und irgendwann entscheide, boah, dieses Ziel, das passt für mich nicht mehr, dann habe ich kein Durchhaltevermögen. Aber wenn es dann auch keinen Sinn macht, ne? Genau. So, ja. Und wenn jetzt ein Mensch, weiß ich nicht, zum Beispiel aus einem Ziel heraus sich ein Durchhaltevermögen zeigen will, aber sein Trigger eigentlich Leidenschaft ist, dann sollte das Ziel mit der Leidenschaft übereinstimmen, weil sonst kann er kein Durchhaltevermögen zeigen. Ja, ne? Ja. Also ich bin ja auch sehr ehrgeizig, habe Bock, immer Dinge zu erreichen. Aber wenn ich auch für irgendwas keine Leidenschaft habe oder wie du auch sagst, wenn sich das Ziel verändert, habe ich auch nicht, denke ich, ich könnte es vielleicht, aber dann habe ich gar keinen Bock darauf, weil ich denke, wieso soll ich das machen? Also was bringt es mir? Ja.
Was ist denn das Gegenteil von Durchhaltevermögen? Schon gute Frage, wie würde ich das betiteln oder was würde ich als Gegenteil sehen? Vielleicht Flexibilität? Also, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es das Gegenteil ist. Ich weiß es nicht. Müsste ich mich mal mit beschäftigen. Ja. Aber ich sage ja immer, also ja, auch beim Durchhaltevermögen, man denkt immer, dass es nur positiv ist. Nee, das kann auch echt krankhaft werden, ne? Das finde ich nämlich auch. Dass Menschen, die zu viel Durchhaltevermögen haben, also ich sehe das oft bei meinen Klienten, ne, es gibt so Menschen, also wenn wir einen krassen Kiefer haben, ne, also so einen echt starken Kiefer, dann wissen wir, wie wir die Zähne zusammenbeißen. Und Zähne zusammenbeißen, das sagt man ja auch immer als Synonym von halte durch, beiß die Zähne zusammen, du kriegst das schon hin. Ne? Also Menschen, die so einen Kiefer haben, dann noch eine hängende Nadel haben, die erreichen ihre Ziele und große Ohren haben. Ne? Also große Ohren sind auch ein ganz sicheres Beispiel für Durchhaltevermögen. Wenn die einmal sagen, sie sind im Boot, dann sind die im Boot. So, wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel diese drei Merkmale aufweist, ne? Hier Kiefer, große Ohren und hängende Nadel, plus vielleicht noch drei andere Sachen, dann ist das schon auch oft ein Mensch, dem ich sage, lerne loszulassen. Lerne mal zu überprüfen, tust du etwas nur, weil du die Zähne zusammenbeißt? Oder tust du etwas, weil es deine Energie gut tut? Ne? Wäre es vielleicht auch mal gut zu sagen, ach, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Weil das Geschwätz von, also Menschen, die durchhalten, die würden diesen Satz nie sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und dann wird das natürlich total energieraubend, ne? Genau, und ich glaube auch, also ich gebe da mal ein Beispiel, woran ich es oft dann festmache. Also nehmen wir mal an, und ich meine, du hast das selber, du hast auch schon mal erwähnt, du hast ja selber 20 Kilo abgenommen. Wenn jetzt jemand eine Entscheidung trifft, abzunehmen und die Ernährung umstellt zum Beispiel, Ja. ne? Dann gibt es Menschen, die dann nur noch danach leben. Dann gibt es kein rechts und kein links, sondern nur noch Ja. ganz korrekt, zum Beispiel Entscheidung Low Carb, also wenig Kohlenhydrate oder Entscheidung No Carb, was auch immer, da gibt es ja tausend Varianten, aber dann gibt es nur noch das. Und dann erlebe ich oft Menschen, die danach leben und merken, okay, und haben dann auch ihre Ziele erreicht und machen dann weiter, aber ich erlebe, die sind nicht glücklich. Warum? Weil die sich auch keinen Genuss mehr gönnen. Also die zwingen, also die sind praktisch in so einem Zwang drin, die halten da durch. Aber da sage ich immer, wo habt ihr noch Spaß? Also da merkt man richtig, dass sie Ja. gar keinen Spaß mehr haben. Und ich finde, das ist dann was, wo ich sage, da ist vielleicht Durchhaltevermögen der falsche Punkt, ne? Also wenn Durchhaltevermögen dogmatisch wird vielleicht, ne? Also das ist dann, wo man einfach sagt, ist das jetzt noch im Sinne des Erfinders? Glaubst du wirklich, dass du deinem Genau. Körper was Gutes tust, wenn du dich so sehr, ja, wie nennt man das, an die Fesseln nimmst, ne? Und so Ja. sehr Grenzen einschränkst? setzt, also Flanken, ja. Also, und was mir noch eingefallen ist, Spontanität könnte auch ein Gegensatz sein, ne? Nicht nur Flexibilität, sondern Spontanität. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein passendes Wort da ein Gegenpunkt dazu gibt. Ja, also schnell aufgebend, ne? Könnte jetzt Ja. natürlich auch etwas sein, was, also entweder habe ich Durchhaltevermögen oder ich gebe schnell auf, kann entsprechend loslassen und sagen, gut, ist nicht meins. Finde vielleicht auch, wenn ich schnell aufgebe, schnell Lösungen, ne? Weil ich weiß, dass also so Menschen, die ein Durchhaltevermögen haben, das sieht man oft bei Berggesichtern, ne? Also das ist eine Gesichtsform und so ein Berg, der steht da und der ist auch jetzt schwierig irgendwie durcheinander zu bringen. Und das sind Menschen, die Durchhaltevermögen haben, aber die brauchen auch keine schnellen Lösungen. Die sitzen Dinge aus, ne? Setzen sich hin und sagen, warten wir doch mal ab. Ein Mensch, der nicht so viel Durchhaltevermögen hat, hat das Interesse, schnell Lösungen zu finden und schnell ja, Dinge einfach zu verbessern, zu optimieren. Das ist auch ein Vorteil von, ich habe nicht so viel Durchhaltevermögen. Ja. Ja. Kannst du Menschen mit Durchhaltevermögen erkennen? Also ich sag mal, wenn man das mimisch oder körpersprachlich anschaut, sind die oft, die wissen ja, was sie wollen, oder die haben ein Ziel vor Augen. Das heißt, die sind meistens fokussiert, sind auch sehr selbstbewusst in dem Fall, oder selbst, also die haben
Und ein klares, ja, ein klares Auftreten. Also sind auch nach vorne gehend, also von der Energie her, ja. Aber stehen auch. Ne? Also man sagt, die sind ja auch stabil, die stehen, die haut nichts um. Ja. Ne? Die boxen sich durch und das passt so, wenn man das Profiling dazu anschaut. Das sind oft auch so Macher, die klar im Sachbezug sind, also im Objektbezug, was ist mein Ziel? Und da gehe ich hin und komme, was wolle. Und die wirken dann oft für andere auch überrennend. Ne? Also, und die haben auch oft das Vorwärts, also so Vorwärtstreibende. Ja. Da sagt man oft, da herrscht oft die Emotion Ärger vor und Verachtung. Beim Durchhalten? Mhm. Also beim Menschen, die oft in der Durchsetzung die Macher sind. Warum? Weil das die antreibt, ne? Also ich will mein Ziel erreichen, weil wann kriege ich Ärger, wenn ich ein Zielhindernis habe? Und deshalb, wenn da was nicht passt oder sie merken, das funktioniert nicht gleich, dann haben die oft Ärger und das treibt die dann weiter an. Oder Verachtung, dass sie zum Beispiel sagen, ich kann das jetzt gar nicht verstehen, dass Anne und Maren da nicht so mitmachen, wie ich das gern hätte. Ne? Die Leistung als mangelhaft bewerten von anderen zum Beispiel. Und deshalb ist das, die sind nicht die einzigen Emotionen, aber die sind oft vorherrschend und es hilft denen, um die Dinge zu erreichen. Ne? Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, es gibt ein extrovertiertes und ein introvertiertes Durchhalten. Also, so, weißt du, so Menschen, die in den Kampf gehen und durchhalten, um ihre Ziele zu erreichen, das ist das eine. Ich muss aber tatsächlich auch an die andere Seite denken, und zwar dieses Ich halte es durch, dass die Situation, in der ich bin, nicht optimal ist. Ich trage Leid. Ich bin durchhaltend beim Durchstehen von Dingen. Mhm. Also ich muss ja tatsächlich an meine Mutter denken, die lange, lange Jahre meinen Vater gepflegt hat und die einfach durchgehalten hat, aber gar nicht unbedingt mit einem unglaublichen Kampfgeist und einer Dominanz, sondern sie hat sich dem hingegeben. Mhm. Und in diesem Hingeben ein Durchhalten gezeigt. Und ich glaube, da ist es durchhalten, ne? Genau, genau. Also ja. Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden und da weise ich ganz oft meine Klienten darauf hin, für was benutzt du denn das Durchhalten? Für ein Überstehen von schwierigen Situationen, die vielleicht sich nie wieder verbessern? Oder für eine Zielsetzung, mein Leben verändern und durchhalten, dass ich weiß, dass ich es schaffe, ne? Und dass ich an dieses Ziel komme. Also ich glaube, dass Durchhalten auch eine ganz destruktive Energie haben kann. Ja, absolut, absolut. Und da ist, glaube ich, auch immer wichtig, mal drauf, also mein Mindset zu prüfen, was für Gedanken habe ich, wie bin ich unterwegs, aber auch das Thema immer mal wieder prüfen, was du vorhin auch gesagt hast, wo stehe ich denn gerade und manchmal auch die Dinge vielleicht nochmal neu ordnen. Ja. Ne? Gibt es jetzt was ich ändern kann? Wie lang ist es vorausschaubar, dass ich was durchhalten muss vielleicht? Oder wenn ich das Ziel erreiche, was heißt es noch für mich? Und vielleicht auch manchmal da ein bisschen die Ziele zu verändern oder auch, also um auch das Bewusstsein haben, nicht gleich aufzugeben und zu sagen, ja, manchmal braucht es einfach auch eine gewisse Zeit. Ja. Und dann wird es besser, je nachdem, was es halt ist. Ne? Ja. Ja, spannendes Thema. Wir sehen es natürlich auch bei Menschen im Gesicht, ne? Also und dadurch bin ich auch so drauf gekommen, okay, es gibt ganz offensichtlich ganz viele verschiedene Trigger von Durchhaltevermögen. Was ist das? Also zum Beispiel, und das ist bei dir wirklich, das ist so schön, du hast es sofort mit Zielsetzung verbunden, du hast die hängende Nadel, ne? Also Menschen, die eine hängende Nadel haben, haben Ziele vor Augen und erreichen diese Ziele, Punkt aus. Ne? Dann bei mir ist es zum Beispiel meine Augenbrauen. Ne? Meine Augenbrauen sagen mir, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch bin und dass ich ein sehr ausdauernder Mensch bin. Das muss aber bei mir einhergehen. Ne? Also bei mir, Face Reading, Leidenschaft, kann ich bis zum Umfallen machen. Ne? Aber ich brauche die Leidenschaft für Dinge. Dann gibt es tatsächlich Menschen, die innere Helix am Ohr nach außen stehen haben. Bei dir ist das so, bei mir ist das auch so. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr einen Gipsabdruck eures Ohres machen würdet, dann würde der innere Rand hier, der würde der tiefste Punkt von dem Gipsabdruck sein. Wenn das so ist, sind das Menschen, die absolute Selbstverwirklicher sind. Und sie bringen Dinge zum Abschluss. Aber sie bringen es wahrscheinlich eher zum Abschluss, wenn sie in ihrer Selbstverwirklichung sind, als wenn sie es für andere Menschen machen würden. Und noch ein ganz großes Beispiel, das habe ich eben schon gesagt, lange oder große Ohren. Große Ohren sind eher die Menschen, die sagen, wenn ich im Boot bin, wenn ich ein Versprechen gemacht habe, dann halte ich das.
Und da ist es dann eher dieses, ich habe mal ein Versprechen gegeben, Loyalität, Treue, also ist das so. Ne? Also Durchhaltevermögen an verschiedenen Stellen im Gesicht zu erkennen, mit aber verschiedenen Hintergründen. Super, ne? Ich zähle weiße. Ja, da passt es auch, was machen wir denn auch oft, wenn wir ärgern oder das fokussiert stimmt. sind? Dann ja. beißen wir die Zähne zusammen oder auch richtig, ja. Ne? Hier, ja. den hier, oder dass die Augenlider unten gespannt sind oder der fokussierte Blick. Genau. Ne? Fokussiert, ja, ja. genau. Ja. Ja. Und, Entschuldigung, wo wir auch noch wirklich Kampfgeist sehen, ne, ist am Kinn. Also so alles, was mit Kinn zu tun hat, da sehen wir ja so eher Moral- und Kampfgeist einer Persönlichkeit. Und wenn jetzt jemand so ein riesiges, langes oder großes Kinn hat, ne, das sagt ja auch der Volksmund, das ist das energetische Kinn, das ist, ne, da ist auch, ja, und wenn ein Mensch etwas mit so einem langen Kinn sich, denkt an Michael Schumacher, wenn der sich entschieden hat, dass er etwas will, dann kämpft der so lange, und das tut er wahrscheinlich jetzt auch in seinem Zustand, bis er an sein Ziel kommt. Hm. Aber da ist es eher aus Kampfmotivation raus, ne? Ja. ja. Und deshalb finde ich das auch ganz gut, da nochmal drauf zu schauen, in was für einem Durchhaltevermögen bin ich? Bin ich kämpferisch unterwegs oder aktiv, also aktiv agierend, ja, in dem Sinn extravertiert, oder bin ich in, weißt du, ich kann ja auch in mir sein, in mir ruhen, ja. ne, wie du vorhin sagst, das Erdulden oder auch zu sagen, ich weiß, ich vertraue darauf, alles wird gut, ich halte das durch. Ne, oder Kontinuität, ne? Ja. Ruhige Kontinuität, ich komme, ein steter Tropfen hüllt den Stein, ich komme irgendwann an mein Ziel. Ja. Das wäre dann eher diese ruhige. Ja. ja. Das heißt, zusammenfassend, es ist eine These, kann jeder Mensch Durchhaltevermögen zeigen, wenn er weiß, was sein Durchhaltevermögen antriggert? Ja, und wenn er weiß, für was er es macht. Also ich glaube, wenn es seins ist und ich weiß nicht, ob es richtig schon mal sagt, wenn es ihm wichtig ist. Ja, wenn es in seiner Persönlichkeitsstruktur etwas in ihm antriggert. Ja. Aber keiner kann sagen, also keiner wird sich 500 Kilometer aufs Fahrrad setzen, weil er sagt, ich mache das jetzt. Es wird immer etwas dahinter stecken, was auch immer. Ich will mir selbst was beweisen, ich will meine Grenzen überschreiten, ich will was auch immer. Ich will meine Leidenschaft spüren, ich will mal gucken, wie lange mein Körper durchhält. Wenn du weißt, für was du es tust, und zwar nicht fürs Außen, sondern fürs Innen, dann wird vermutlich jeder Durchhaltevermögen zeigen können. Nur wenn er es tut, weil andere ihm sagen, so, oder die Gesellschaft, ne, die Glaubenssätze, dann wird das wahrscheinlich nichts. Und auch nur als kleines Beispiel, das muss ja auch nicht immer was Großes sein. Also für mich ist ja Rennradfahren mittlerweile auch meine Leidenschaft, wo ich sage, ich kann mir das gar nicht mehr ohne vorstellen. Und wir waren am Samstag fahren und am Samstag war es ja extrem windig, ne? Und wir waren 2,5 Stunden fahren und es war 2,5 Stunden durchhalten, weil wir meistens Gegenwind hatten oder Seitenwind und das war wirklich, also ich hatte dann dadurch, dass ich auch noch ein Gravel fahre, ne, mit den Rennrädern mithalten und kämpfen da und das war auch echt durch, also ich war danach echt, wo ich dachte, das hat Spaß gemacht, ja, weil ich es auch lieb, aber es war echt, also die 2,5 Stunden waren echt anstrengender wie sonst, ne? Gegenwind formt den Charakter, ne? Ja. Ich sag da kommen bei mir Charaktermerkmale hoch, die will keiner kennen. Also ich habe auch zwischendurch gedacht, hey, ich flippe gleich aus, ja. Okay. Ja, also findet euren Trigger und überprüft durchhaltende Menschen. Überprüft bitte, 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 was haltet ihr durch? Haltet ihr für euch durch, für die Potenzierung eurer Energien? Oder haltet ihr gegen euch durch, weil ihr fähig seid, einen schlechten Zustand zu ertragen? Und deswegen, Durchhaltevermögen macht es zu eurem Freund, nicht zu eurem Feind. Und dann entstehen solche Dinge wie ein Jahr sehen und verstehen. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns wieder, ganz bestimmt. Habt eine gute Zeit. So ist es. Und haltet durch bei allem, was wir so zum Durchhalten im Moment haben. Corona.
lässt es ja auch. Auch ein, zu gucken, wie kriege ich das jetzt am besten auf die Reihe, dass ich gut aus dieser Krise rauskomme. Durchhaltend, aber dennoch für mich gut. Ja. Sehr schön. Macht's gut, ihr Lieben. Alle. Viele Grüße in die Toskana an der Stelle ganz speziell und an alle anderen, die uns immer wieder treu begegnen sozusagen. Und natürlich nach Steinheim. Und nach Dresden. Tschüss. Bis dann. Tschüss.